Guten Tag, hier spricht der Baumann, ein Lehrer aus Berlin. Ich bin mal wieder beim World Economic Forum auf dem YouTube-Kanal gewesen. Und dort gab es am 13. Dezember ein Jobs Reset Summit. Das bedeutet nichts anderes wie Jobs Reset Gipfel. Die Jobs werden jetzt alle zurückgesetzt oder wie auch immer. Und das eigentliche Thema ist Bildung neu denken. So. Also die müssen jetzt nicht so tun, als ob wir die Bildung nicht in den letzten 30 Jahren permanent neu gedacht haben. Sie könnten ja mal sagen, wir setzen die Bildung mal wieder in den Prioritäten ein bisschen weiter nach oben. Und das wäre ja schon mal ganz nett, aber okay. Gucken wir mal inhaltlich rein. Bereits vor der Pandemie war klar, dass die Bildung in den meisten Schulsystemen der Welt für die Arbeitsmärkte von morgen und die sich abzeichnenden Bedürfnisse der Gesellschaften nicht angemessen ist. Wie können der öffentliche und der private Sektor zusammenarbeiten, um Bildungsinhalte und Angebote zurückzusetzen und ein integrativeres und auf den Arbeitsmarkt ausgerichtetes Bildungssystem aufzubauen? Ja, das ist das, was die sich da so ausgedacht haben. Das Weltwirtschaftsforum versteht sich nämlich als eine internationale Organisation zur Förderung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit. Was nichts anderes bedeutet, dass es sich um eine Lobbyorganisation handelt, in der jeder seine Lobbyinteressen einbringen kann. Und so lautet es denn, was hier steht: Das Forum engagiert die wichtigsten politischen, geschäftlichen, kulturellen und anderen Führer der Gesellschaft, um globale, regionale und industrielle Agenden zu gestalten. Wir glauben, dass Fortschritt dadurch erreicht wird, dass Menschen aus allen Lebensbereichen zusammengebracht werden, die den Antrieb und den Einfluss haben, positive Veränderungen vorzunehmen. So, was die jetzt wirklich als positive Veränderung in Bezug auf die Schule sehen, das werde ich jetzt im Folgenden noch etwas genauer vorstellen. Also, die Moderatorin leitet ein und sagt an die Anwesenden: Hey, was meint ihr denn? Was ist das Problem, das Ihrer Meinung nach sofortige Aufmerksamkeit erfordert in Bezug auf unser Bildungssystem? Ja? Da werden dann alle Anwesenden aufgefordert, auf diese Frage die Antwort zu geben. Nacheinander kommt dann da Microsoft und IBM und verschiedene Organisationen dran, sich zu äußern. Ja, der Tarek, können Sie nachlesen da auf dem Video, ich habe es hier verlinkt, wer das ist, der meint dazu: Ja, wir brauchen ein flexibles, ausbaufähiges System, welches Kinder zu verantwortlichen Bürgern macht, die ihre eigene Zukunft vorantreiben können. Und der Ashish, der meint, um Schüler zu Job Creators zu machen, brauchen wir mehr emotionale Intelligenz als High-Stakes Testing. Die Lindivi aus Afrika von der Motsepe Foundation sagt, wir müssen alle ans Internet ranhängen, weil der Zugang zum Internet ist kritisch und Millionen von Kindern sind zurzeit noch abgehängt davon. Die Alice von Global Partnership Organization sagt,
Der Reset muss für alle funktionieren und die Unterschiede zwischen Arm und Reich müssen beseitigt werden. Die Henrietta sagt, die Schüler sollen selbst ihre Zeiten und Themen für das Lernen wählen. Sie müssen lebendiger werden dabei und selbst engagierter. Und der Anthony von Microsoft sagt, wir haben Talent Gaps in den Firmen, wir haben nicht genügend Talente und das sagt er eigentlich nicht, sondern er sagt, das müsste nicht so sein, weil wir von Microsoft haben die Lösung. Wir haben nämlich erkannt, dass es einfach nur ein Opportunity Gap ist, also, und Microsoft will helfen, dass jeder Student einen Platz in der neuen Economy findet. Ne? Und die Grace von IBM, wer ist das? Also solche Leute nennen sich Vice President Education, ne? Klar, also in einer Lobbyorganisation muss es sowas geben wie Präsidenten, die für irgendwas zuständig sind. Und wenn es dann noch so einen Vizepräsidenten für Education gibt oder auch ein President Education in diesen internationalen Firmen wie Microsoft und IBM, dann hat man schon mal dort Ansprechpartner installiert, die ihm sagen können, wie sich diese Firmen das zukünftige Lernen vorstellen. Also, und diese zusammengesetzten Leute dort in dieser Konferenz, natürlich so eine Online-Konferenz, wo wir tatsächlich als Normalbürger auch zugucken können, das nennt sich dann Expertengremium, ne? Oder Expertengipfel oder Schulgipfel, weiß der Teufel was. In der Diskussion wird viel vom privaten Sektor gesprochen, der jetzt das Lernen unterstützen soll. Was diesen Herrschaften ganz wichtig ist, ist immer, dass diese Schüler zu Job Creators werden sollen. Also es sollen nicht Menschen werden, die dann irgendwo mal Jobs bekommen, sondern die tatsächlich Jobs erfinden sollen. Ist ja nicht schlecht, aber das ist für mich das highest level. Das sind die wirklich, die ich von klein auf wirklich auf ein Level gezogen habe, wo man verdammt viel können muss schon. Also, für 2030 ist vorgesehen, alle Schulen der Welt ans Internet zu hängen. Und Firmen wie Microsoft implementieren ein National Curriculum, nutzen dafür Big Platforms, die natürlich scalable sind, und die wollen die Welt gleicher machen, die Teilung durch die Digitalisierung zwischen Arm und Reich und mit beteiligt und nicht beteiligt überwinden. Und auch Mädchen sollen vor allem begeistert werden. Das liegt eben halt auch daran, dass in vielen Ländern der Welt tatsächlich wohl Mädchen noch stärker benachteiligt werden als hier in den Industrieländern. So, was gibt es denn da noch so? Private Sector Critical Role. Professional Skills sind gefordert, not only technical skills. Dieses Expertengremium fordert Critical Thinking, Problem Solving. Na, also alles das, was ich permanent einfordere, auch bei mir schon in der Schule, in meinem Umfeld. Critical Thinking heißt, Dinge zu hinterfragen. Dinge, wie sie sind, nicht zu akzeptieren. Kritische Fragen zu stellen. Und Problem Solving ist das, was ich unter anderem 20 Jahre in der Industrie gemacht habe, in der Softwareentwicklung. Also Dinge sich anzugucken, zu analysieren, wo sind dort die Probleme, wie kriegen wir die in den Griff. So, dass diese Herrschaften das alles fordern, das ist überhaupt nichts Neues. Also das ist für mich Normal Doing seit meinen Anfangstagen im Berufsleben. Pandemic Resilient means High Need Rate, also die Datenrate, auf die wird häufig auch die Diskussion gelenkt, dass die natürlich wichtig ist.
so allgemeine Schlagworte, die in der öffentlichen Diskussion drin sind, wie Blockchain, Industry, Professionals, Database, bla 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 bla, und so geht das dann weiter. Supporting teachers to adapt to a new world, bla 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 bla. Partnerships, joint venture, countries all coming together. Also das ist nebulös ohne Ende. Es ist nicht die Bohne, irgendwo ein fertiger Plan in der Schublade. Es ist viel die Rede eben davon, dass man jetzt endlich was tun müsste und dass es natürlich auch Geld kostet, dass man kein Geld hat, was man jetzt hier verschwenden möchte, sondern dass man jetzt gezielt an den richtigen Stellen die Kohle investieren möchte. Und das ist natürlich vorzugsweise genau dort, wo diese Herrschaften, die jetzt gerade in dieser Lobbyorganisation auf diesem Schulgipfel zusammensitzen, beschäftigt sind. Ne? Also diese Firmen wie Microsoft und IBM, denen muss man das Geld geben. Und diesen anderen dort dran Beteiligten, damit die dann endlich was machen können. Ich gebe es jetzt nur so weiter, wie es dort erzählt wird. Ne? Also ich verlinke gerne einfach diesen Artikel hier in der Beschreibung meines Videos, um darauf aufmerksam zu machen, dass man diese Leute im Blick behalten muss. Die wollen Geld haben, um für uns etwas zu tun. Aber auf der anderen Seite wissen die überhaupt nicht, was wir überhaupt wollen. Das müssen wir denen natürlich noch klar und deutlich sagen. Weil wir in den Schulen, wir Lehrer, wir haben auch unsere Vorstellung. Wir wissen schon ziemlich viel, wie es geht. Ja, wir haben mitgearbeitet in der Realisierung von unseren nationalen Curricula. Und die jetzt zu ersetzen gegen irgend so ein Microsoft-Programm oder von denen realisieren zu lassen, kann ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, wie das laufen soll. Also es wäre tatsächlich viel einfacher für mich jetzt, mich hier zu setzen, Teile dieses Curriculums mir jetzt vorzunehmen und nacheinander hier die Aufgaben auf YouTube zu verteilen. Ne? Ich brauche tatsächlich Microsoft gar nicht dafür. Dem bräuchte man gar kein Geld geben. Wir brauchten noch nicht mal ein Microsoft-Betriebssystem. Wir können das realisieren auf Basis von Open Source. Und ich als IT-Professional, ich als IT-Lehrer, ich kann denen sagen, wie es geht. Ne? Dafür bin ich ja da. Und das mache ich ja die ganze Zeit. Und das, was ich jetzt hier zeige mit meinen Videos, das ist selbstverständlich auch für jeden Lehrer in der Schule möglich. Dieses sind Professional Skills von Lehrern in Zukunft, die sie drauf haben müssen. Sich einfach mal ihr Handy einzuschalten auf Aufnahme und ihren Schülern zu sagen, wie Dinge richtig sind, wie sie laufen. Aufgaben zu verteilen und ihre Schüler zu mündigen Bürgern zu machen. Mündige Bürger heißt vor allen Dingen, sich den Mund nicht verbieten lassen, Meinungsfreiheit, loslegen mit eigenen Videos, ermuntern, ermutigen, ja, machen. Also, ich habe dann noch zur Kenntnis genommen, dass zurzeit ein 200 Milliarden Gap weltweit besteht, jährlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur auf die Bildung bezogen war, aber es klang fast so. Das ist eine Katastrophe. Wenn in der Bildung jetzt viel, viel, viel Geld fehlt aufgrund unserer Covid-Katastrophe. Und das müssen wir jetzt natürlich auch einsparen. Das können wir natürlich auch gut einsparen bei diesen Lobbyorganisationen. Bei diesen Pseudo-Professionals, die gar nicht wissen, worum es geht. Ja? Und wenn eine Firma noch wie Microsoft oder IBM jetzt einen President für Education braucht, ja, dann wissen die ja, an wen sie sich wenden können. Ne? Also wenn die Schule mich nicht mehr braucht, dann, ich weiß, wie es geht, machen wir es. Ne? Also, jedenfalls. War das jetzt ein Witz? Nein, es war kein Witz. Ich bin die gut ausgebildete Person, die in der IT drinsteckt, mittendrin, die weiß, wie die Systeme funktionieren, die zurzeit als Lehrkraft in diesem Bereich arbeitet. Und
die auch an der Entwicklung von Curricula mitgearbeitet hat. Ich weiß, was da drin steht. Ich weiß, was Kompetenzen sind. Ich weiß, was Lernfelder sind. Ich weiß auch, wie man dieses Zeugs digital umsetzen kann. Und ich weiß inzwischen auch, dass es diese Organisationen gibt, die viel Geld kassieren wollen für die zukünftige Bildung. Und dann wäre es ja traurig, wenn dort in diesen Organisationen nur Deppen drin sitzen und die irgendwelchen Kasperkram machen, die Geld verschwenden. Weil das, was der WRF hier sagt, wir haben kein Geld zu verschwenden. Also setzen Sie in die führenden Positionen Ihrer tollen Organisationen wie Microsoft und IBM und diese ganzen. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, aber egal. Diese ganzen NGOs, genau. Leute, die was können, die wissen, worum es geht. Das ist ganz wichtig. Das ist erstmal wichtig. Denn der Fisch stinkt immer vom Kopf an. Und wenn da oben Leute sitzen, die nichts drauf haben, dann wird das eine reine Geldverschwendung. Und die Idee, dass man Bildung global organisieren könnte, wie der WEF das gerade macht, halte ich für eine scheiß Idee. Und deswegen habe ich jetzt als Kommentar drunter geschrieben, unter dieses Video, was da jetzt noch immer im Netz steht, auf dem YouTube-Kanal vom World Economic Forum. Nicht zu fassen, dass hier erwachsene Menschen tatsächlich an einer globalen Agenda für Bildung arbeiten. Das ist nur damit zu erklären, dass es hier in erster Linie um Microsoft, IBM und die ebenfalls global agierenden Stiftungen geht und nicht um die lokalen, sehr unterschiedlichen Probleme in der Ausbildung von jungen Menschen. Interessant ist die Information von Tarek, dass es aufgrund der Covid-Pandemie jetzt zu einem deutlich geringeren Geldfluss in die Bildung kommen wird. Ein hinzunehmender Kollateralschaden. Es wird keinen Bildungsreset geben. Bildung entwickelt sich evolutionär. Die Menschen sind nach wie vor die gleichen und die Schüler, welche man für ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben gerne hätte, um dann zu einem Jobcreator zu werden, die sehe ich nicht. Vor allem, weil jetzt viele arme Kinder nicht nur keinen Zugang zu den technischen Voraussetzungen haben, sondern darüber hinaus auch noch hungern werden. Warum? Die Ursache dafür sind unverantwortliche Politiker, die Covid-Lockdowns befehlen und die das Geld der Bildung entziehen. So, und ob dieses Geld dann lokal bei Ihnen eingesetzt wird für die Bildung oder in einen globalen Topf geschmissen wird, wo dann ein paar Schwätzer Dinge immer noch mal wiederholen, die wir hier bereits seit 50 Jahren oder länger diskutieren. Das müssen wir alle zusammen es noch mal überlegen, oder? Für mich ist die Sache klar. Geben Sie Ihr Geld für die lokale Bildung aus. Warum? Weil Sie sie dort auch kontrollieren können. Wenn Sie sie in einen globalen Topf reinschmeißen, bei Microsoft oder IBM, wo auch immer, sehr unwahrscheinlich, dass da was rauskommt. Ich habe auch schon in einer großen Firma gearbeitet und solche Töpfe, das sind goldene Wasserhähne. Das sind Selbstbedienungsläden für die, die dort arbeiten. Diese Kohle kommt nie dort an, wo sie hingehört. Bei den Armen kommt sie nicht an. Diese Leute, die sich diese Kohle in die Taschen stecken, haben an internationalen Universitäten studiert, halten sich für etwas Besseres und sind der stinkende Kopf eines toten Fisches. Schönen Tag noch.